Hallo ihr Lieben, heute gibt's ein neues Video und zwar wieder ein Unboxing von der veganen Box, die wieder angekommen ist. Und ja, ich würde sagen, ich drehe sie mal gerade kurz zurecht und dann öffnen wir sie. Und wie immer stelle ich sie euch vor. Ich fange einfach mal an, ich gehe hier einfach jetzt nicht nach der Reihe, ich fange hiermit an. Und zwar ist das von Dr. George Bio-Kokoswasser. Sieht so aus. Ich bin nicht der Kokoswasser-Fan. Absolut nicht. Mal gucken, ob das irgendwer... Vielleicht mein Bruder, das könnte, steht immer so auf Kokos. Weil ich will es auch nicht jetzt testen. Ich teste das dann vielleicht mit meinem Bruder zusammen, weil... sonst schmeiße ich es weg, weil es dann offen rumsteht und es keiner haben will. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Deswegen werde ich das vielleicht mit ihm dann zusammen probieren. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er da Lust drauf hat. Dann habe ich von Veggie Friends vegane Schnetzel. So sieht das aus. Ein bisschen unappetitlich sieht das, finde ich, immer aus. Aber das muss man ja, glaube ich, so aufweichen. Ich habe das noch nie so wirklich gemacht, obwohl ich davon ein paar sogar noch zu Hause habe. Muss ich unbedingt mal testen, ob das schmeckt. Das sieht auf jeden Fall nicht so appetitlich aus. Aber mal probieren, wie es so ist. Ob das schmeckt oder nicht. Oder testen werde ich es auf jeden Fall. Als nächstes habe ich hier... von deinem Vitaminlieferant Supergood Fruits, handgepflückt aus Deutschland, biologischer Anbau, gefriergetrocknet, reine Beeren ohne Zusatzstoffe. Wildbrombeeren sind das. Das hört sich, finde ich, richtig interessant an. Jetzt so fürs Müsli könnte ich mir sehr gut vorstellen oder für so ein Püree. Also so ein Frühstücksbrei, meine ich. Da kann man es, glaube ich, ganz gut da drauf geben und das finde ich echt interessant. Habe ich noch nie so getrocknete Wildbrombeeren gegessen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Finde ich echt eine coole Sache. Dann als kleines Goodie, finde ich richtig süß, das war schon mal drin, ist hier so ein Mini-Tabasco drin, so richtig süß. Ich mag Tabasco sehr gerne, von daher finde ich das sehr cool. Letztes Mal, ich weiß gar nicht, war glaube ich ein ganz normales Mini-Tabasco-Ding drin. Und das hier ist jetzt Pepper Sauce, also ich glaube so ein bisschen Barbecue-mäßig. Finde ich auf jeden Fall cool, die werde ich jetzt sammeln, voll süß. Dann geht es weiter mit drei Sachen, davon habe ich eine schon aufgemacht. Und zwar gibt es dreimal Manna, das sind diese... Waffeldinger mit Nuss drin. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich glaube, jeder kennt die. Da habe ich hier einmal Vollkorn, dann Zitrone und die ganz normalen Napolitaner. Davon habe ich auch schon welche probiert. Ich weiß nicht, ich müsste die jetzt mir nicht... Ich würde mir die nicht selbst kaufen. Ich bin sowieso nicht der Fan von so süßen Sachen. Da esse ich lieber Chips oder sowas. Müsste ich mir jetzt nicht kaufen, aber sie schmecken ganz gut. Also ich werde davon auch... Wahrscheinlich die meisten Sachen. Ich werde vielleicht von jeder Sorte eins mal probieren, aber das dann meine Mutter geben, weil sie hatte schon gesagt, als ich die Box geöffnet habe, so, oh, das wäre was für mich und dann soll sie die haben. Als nächstes habe ich hier von, wenn das die Marke ist, Oase Namib, keine Ahnung, Pesto und Brotaufstrich. Da ich mein anderes Pesto gerade weggeworfen habe, was auch aus dieser Box war, weil ich weiß nicht, wie lange das offen stehen darf und wie oft verwendet man schon Pesto. Ich bin jetzt nicht so der absolute Nudelfreund, sag ich mal. Also mal geht das, aber nicht ständig. Von daher hatte ich das dann weggeschmissen. Und jetzt habe ich hier ein neues. Das ist auch schon mal sehr gut. Dann mache ich mir... Das sieht auch anders aus. Das andere war mehr so grün. Dies hier ist, wie gesagt, mehr so, ja, orange. Ich denke, mehr, viel mehr mit Tomaten gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Werde ich mal austesten. Passend dazu, was ich auch sehr gut finde, dass so ein bisschen mitgedacht wird, dass alles so aufeinander abgestimmt ist, gibt es hier von, ich glaube die Marke heißt Holo, Muschelpasta aus Kichererbsen mit 5% Chiasamen. Einmal eine Packung Nudeln mit Chiasamen, da bin ich sehr gespannt, obwohl Chiasamen, die schmeckt man ja eigentlich nicht so raus, finde ich zumindest. Bin ich sehr gespannt, soll man circa 4 Minuten kochen und dann sollen sie fertig sein. Ich bin sehr gespannt, wird getestet, wie alles. Als nächstes habe ich von Chiemgau-Graukorn, oh Gott, keine Ahnung, Bio-Chiemgauer Knuspertaler Bratling-Mix aus Buchweizen, aus eigener Ernte, ohne Weizen, Gemüsegarten. Okay, also ist das einfach so ein Bratling-Mix, wo man sich wahrscheinlich so ein Bratling für einen Burger vielleicht auch so machen kann. Finde ich interessant. Bin ich gespannt, ob das so funktioniert und auch gut schmeckt. Da steht nur Wasser dazu, formen, braten und genießen. Das hört sich sehr einfach an. Ich bin sehr gespannt, ob das auch nah an das, ich sag mal, an Originales rankommt. Ja, ich werde alles berichten, wenn ich die Sachen getestet habe. Werdet ihr immer in meinen Aufgegessen-Videos sehen. Da berichte ich immer von neuen Sachen, wenn sie besonders toll waren oder besonders schlecht. Wenn es jetzt nur in einem Jahr war, dann meistens nicht. Aber ja,
Werdet ihr dann irgendwann sehen, wenn ich es mal getestet habe. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Als nächstes kommen wir schon zu den letzten zwei Produkten. Und da ist einmal von Rosengarten. Davon war schon mal was drin. Das ist jetzt hier vegan plus ideal für die vegane Ernährung. Chia Frühstücksbrei. Und ja, ich mag sehr gerne Frühstücksbrei. Von daher ist das eine schöne Sache. Ich habe auch noch ein paar zu Hause von DM noch die. Aber danach werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Da gab es mal ein Müsli schon mal, war hier schon mal von drin, glaube ich. Und das hat mir sehr gut geschmeckt. Von daher bin ich sehr gespannt darauf. Und als letztes habe ich das, was ich am coolsten in dieser Box finde. Und zwar von Ackerlust Kürbiskernöl. Kalt gepresst, kräftig nussig. Ist einmal dieses hier. Das finde ich sehr interessant. Also ich mag es, wenn so Öle drin sind. Oder einmal war so ein Salat, so ein Essig drin. So ein Maracuja, glaube ich, Essig oder so. Das benutze ich immer sehr gerne, wenn ich meine Dressings für meinen Salat mache. Und hier Kürbiskernöl finde ich sehr cool. Ist auch, glaube ich, sehr teuer. Wie gesagt, die Preise stehen hier irgendwo. Und ja, ist mal was anderes. Kann man mal testen. Finde ich super, super cool. Und das war's auch mit der Box. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Mir hat die Box auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es war wieder abwechslungsreich. Von jeder Sache etwas dabei. Und ja, ich liebe diese Box. Ich finde sie super. Und gerade jetzt, wenn ich dann bald ausziehe, dann habe ich schön viele Sachen schon gehortet. Ich meine, die meisten Sachen sind ja hier auch ein bisschen länger haltbar. Dann habe ich immer was Schönes zum Essen. Naja, ich verabschiede mich in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!